Hallo ihr Lieben, heute gibt es etwas Außergewöhnliches und zwar den Start einer kleinen Reihe und zwar einer griechischen Küche-Reihe. Mir wurde immer vorgehalten, ja, Italienisch machst du andauernd und deutsche Küche und ich habe mich und ich mag sie sehr jetzt mal der griechischen Küche gewidmet. Und ohne zu spoilern, aber es gibt eine ganze Menge Gerichte, die noch folgen werden. Und heute mache ich die Basis. Heute gibt es die Gewürzmischung, die man entweder mit griechischem Joghurt oder mit Olivenöl oder wie auch immer als Paste verwenden kann oder eben auch trocken in zum Beispiel Hackfleisch. Aber mehr will ich nicht verraten, schaut selbst und ja, viel Spaß dabei und bleibt dran. Und hier die Gewürzzutaten. Wir brauchen in der Mitte Salz, Pfeffer, Zucker und Koriandersamen. Die müssen noch im Mörser gemörsert werden. Und dann brauchen wir einer der wichtigsten Gewürze überhaupt in der griechischen Küche, Oregano, Zwiebelpulver, Thymian, Paprika, in dem Falle geräuchertes, Rosmarin, Knoblauchpulver, Kreuzkümmel und Cayennepfeffer. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten im Video in der Infobox. Zuerst nehmen wir uns den Mörser und unsere Gewürze, die hier rein sollen, und mörsere diese jetzt klein. Ich nehme jetzt hier mit Absicht auch nicht meine Gewürzmühle, weil ich will das nicht zu feinem Pulver haben, sondern das soll noch etwas stückig sein. Ja, das sieht gut aus. Jetzt gebe ich das in ein Gefäß. Und jetzt kommen hier unsere restlichen Gewürze hinein. Wie gesagt, die Mengenangaben, die genauen, stehen in der Infobox. Jetzt werden diese schön vermischt. Jetzt kommen die in ein Glas. Und fertig ist unsere Basis-Gewürzmischung griechischer Natur. Das wird natürlich ergänzt, je nachdem, welches Gericht man zubereiten will, durch frische Kräuter, durch frisches Knoblauch und wenn man es als Marinade benutzen möchte, zum Beispiel für Gyros, ja, dann nimmt man eben noch ein bisschen griechischen Joghurt oder etwas Olivenöl und ja. Wem das Video gefallen hat, gerne einen netten Kommentar, gerne auch einen Daumen nach oben und ja, bis zum nächsten Mal.